Hallo und herzlich willkommen zur Serie Search Synthesizer. In dieser Folge geht es um die Oszillatortypen. Was das genau ist, wo ihr die findet, das erkläre ich euch jetzt. Legen wir doch einfach mal los. So, in der vergangenen Folge habe ich euch schon mal gezeigt, was die Szenen sind und wo die Oszillatoren sind, wie viele Oszillatoren es gibt und so weiter. Und in dieser Folge gehe ich jetzt darauf ein, welche Oszillatorentypen es gibt. Und zwar, wenn man hier eine Szene ausgewählt hat, einen Oszillator hier ausgewählt hat, dann sieht man hier den Oszillator oder die Wellenform des Oszillators, hat jetzt hier Keytracking, sodass, wenn man eine Taste drückt, der auch in der entsprechenden Tonhöhe spielt. Und dann den Retrigger-Knopf, der dafür da ist, dass die Unison-Voices, wenn sie denn benutzt werden, alle zur gleichen Zeit starten oder eben auch nicht. So, und der wichtige Knopf hier, um die Oszillatorentypen auszuwählen, ist hier, wo gerade Classic steht. Das steht hier standardmäßig. Und wenn ich hier draufklicke, bekomme ich eine Auflistung von verschiedenen Oszillatoren. Das eine ist hier Classic, da ist ein Sawtooth, also Sägezahn und Square, Rechteckwelle drin. Und Classic deshalb, weil das eher so die nach altem Algorithmus die Sägezahn und Rechteckwelle sind. Das heißt nicht, dass sie schlechter klingen, sie klingen nur anders. Und darunter gibt es eben die Modern, die etwas aliasärmeren Wellenformen, wenn man denn unbedingt so einen clean Sound haben möchte. Aber gehen wir jetzt erstmal hier auf den Sägezahn. Für jede Wellenform gibt es bestimmte Parameter, die hier unter der Wellenform oder unter dem Oszillatortyp sind. Das ist meistens Pitch, oftmals ist es auch ein Shape, das verändert hier die Wellenform. Wir sind ja hier auch bei der Sounderzeugung. Da haben wir hier einmal den Shape, darunter haben wir die Width, die Weite. Hier kann man auch nochmal was ändern, wenn ich hier den Shape zum Beispiel so ein bisschen hier einstelle, dann kann ich hier die zweite Welle so ein bisschen hier verschieben und mit der zweiten Width kann ich das auch noch mal machen. So, und dann gibt es noch einen Suboszillator, den kann ich noch mit dazu schieben, bis der komplett den Sound übernimmt. Dann gibt es noch den Sync-Button, der mir die Wellenform, so wie sie ist, immer wieder in genau der gleichen Art nachschiebt. In so einem bestimmten Teil verdoppelt sich dann die Welle, wodurch sich die Frequenz erhöht und damit natürlich auch der Ton erhöht. Und natürlich habe ich dann hier wieder die Unisons am Start, dass ich hier mehrere Voices starten kann, die ich auch mit dem Unison Detune verstimmen kann. Oder weniger verstimmen oder viel verstimmen kann, wie so ein Wespennest. So, das geht natürlich hier bei dem Sägezahn genauso wie bei der Rechteckwelle. Hier habe ich wieder ähnliche Parameter, auch wieder mit einem Sub, einem Sync und Detune. Dann gibt es hier die Modern, also die moderneren Wellenformen des Sägezahns, Rechteck, des Dreieck und des Sinus. Wenn ich das jetzt hier einstelle, habe ich hier wieder ähnliche Werte, auch wieder Pitch und Sägezahn kann ich hier nochmal quasi umdrehen oder im Prinzip auf Phase 0 stellen, sodass sie sich komplett selber auslöscht. Dann gibt es hier die Puls, die ich hier verändern kann, die Pulsweite. Darunter steht dann Triange und hier kann ich die Welle auch noch mal entsprechend verändern. So, hier noch mal die Weite. Je nachdem, was ich hier eingestellt habe, verändert sich wenig bis gar nichts. So, jetzt sieht man ein bisschen was
Und darunter natürlich wieder der Sync. Und die Unison. Das zieht sich weiter durch die Modern, also auch durch die Rechteckwelle habe ich wieder die gleichen Parameter hier. Auch die Dreieckwelle, wieder gleiche Parameter. Und natürlich der Sinus, den müsste ich jetzt nur auch direkt anklicken, dann sieht man den Sinus auch. Kann hier verschiedene Sinusformen, saubere, weniger saubere, erzeugen. Oder auch mit Unison Voices wieder. So, dann geht es schon weiter, Wavetable. Und bei Wavetable verändert sich das Ganze. Hier steht jetzt VT, da, das ist die Kategorie. Und hier drüber hat sich jetzt ein weiteres Feld eröffnet. Und wenn ich jetzt einen Linksklick hier drauf mache, dann bekomme ich eine Auswahl von den verschiedenen Kategorien von Wavetables, die ich mir hier auswählen kann. Das sind, glaube ich, über 600 verschiedene Wavetables, die ich hier mitgeliefert bekomme. Und kann jetzt die einzelnen Wavetables auswählen, was ich hier haben möchte. Das war mir klar, dass ich jetzt irgendwie eins auswähle, was nicht wirklich gut ist. So. Und bei einer Wavetable habe ich ja immer eine Tabelle von verschiedenen Wave- oder Wave-Zyklen, die ich mit diesem Morph-Parameter durchmorphen kann. Das heißt, von der ersten Welle in der Tabelle, jetzt reimt sich's, kann ich mich hier durchmorphen und unten drunter werden Zahlen angezeigt. Und das scheinen 60 verschiedene Wellenformen zu sein in dieser Tabelle, die ich hier durchmorphen kann. Wenn die sich jetzt auch gerade nicht sehr viel groß unterscheiden. Hier kann ich rechtsklicken, kann ich in der Kategorie weiterklicken. Die ist ein bisschen heftiger, diese Welle, wenn ich hier durchmorphe. Dann kann ich hier den Skew, also die Neigung, noch verändern. Ich habe ja einen Saturate-Button bei den Wavetables. Das heißt, ich kann das ganze Signal nochmal saturieren, wenn es mir ein bisschen zu brav daherkommt. Ich habe einen Formant-Filter mit drin. Und noch ein Skew horizontal mit drin. Damit kann ich das auch nochmal beeinflussen. Und natürlich wieder die Unison Voices, die ich hier auch wieder einstellen kann. So, und gehen wir nochmal hier drauf. Und natürlich habe ich hier eine ganze Menge von Drittanbietern Sachen drin, die ich hier auswählen kann. Man kann zum Beispiel auch von die Wavetables von Serum reinladen und auch noch von anderen Wavetable Synthesizern. Da bitte das Handbuch kontaktieren, was da alles reingeladen werden kann. So, das ist das Wavetable. Der Wavetable-Oszillator. Jetzt gibt es noch einen Window-Oszillator. Und der Window-Oszillator ist im Prinzip auch ein Wavetable-Oszillator. Das sieht man hier schon wieder an diesem Morph-Knopf. Und ich kann hier oben wieder Linksklick machen und durch die verschiedenen Wavetables durchgehen. Der Windows-Oszillator als Wavetable hat hier nur zusätzlich noch bestimmte Wellenformen, die er zu der vorhandenen Wavetable hinzu multipliziert. Und aus diesen Wellenformen kann man sich eine aussuchen und entsprechend wird die dann einfach hinzu multipliziert. Dann gibt es darunter noch einen Low-Cut und einen High-Cut-Filter. Die sind standardmäßig, kann man da gar nichts drehen. Und da wieder der Rechtsklick und Activate klicken und schon habe ich hier den Schalter und jetzt kann ich einfach die tiefen Frequenzen hier rausschneiden, wenn die mich hier stören. Und analog kann ich das machen, hier Rechtsklick beim High-Cut, Activate und kann die hohen Frequenzen rausschneiden, bis nichts mehr da ist. Und natürlich, wer hätte es nicht anders gedacht, die Unison Voices.
So, nach dem Window-Oszillator, der ja quasi ein erweiterter Wavetable ist, gibt es wieder einen Sinus-Oszillator. Und dieser Sinus-Oszillator hat hier jetzt zusätzlich das zu den Shape und dem Feedback noch zusätzlich ein weiteres Modul. Und zwar kann man sich entscheiden, ob der wie der frühere Surge bis zur Version 1.62 reagiert oder ob er so reagiert wie die FM2 oder FM3 Modulation. Und auch hier hat man wieder einen Low-Cut, den man mit einem Rechtsklick aktiviert und genauso einen High-Cut mit einem Rechtsklick und die Unison Voices. Der nächste Oszillator-Typ ist der FM2 und Surge hat zwei FM-Modulationen mit drin. Und das haben die aus dem Grunde gemacht, haben gesagt, okay, wir machen einen FM2, das heißt, es gibt ein Carrier-Signal und zwei Operatoren, nennt sich das ja in der FM-Sprache, statt Oszillatoren. Und der FM2 ist dazu da, dass man gut klingende Sounds macht, also schön klingende Sounds. Das heißt, man muss sich schon sehr anstrengen, um hier so diese ganz typisch fiesen FM-Sounds herzustellen. Das heißt, man kann hier so ein bisschen rumspielen, gefahrenfrei, und kriegt immer einen netten Sound irgendwie hin. So, und was hier bei den FM-Modulationen noch wichtig ist, ist hier oben rechts die das Oszillator-FM-Routing. Standardmäßig ist da nicht viel Routing eingestellt. Und man kann hier dann einstellen 2 zu 1, 3 zu 2 zu 1, 3 zu 1 zu 3 und kann sich die verschiedenen Routings einfach ausstellen. Und die FM-Tiefe, wenn man so einen Algorithmus ausgewählt hat, kann man dann hier unten, jetzt wird es langsam fies, kann man hier unten nochmal hinzuwählen. Hier hat man natürlich kein Unison, sondern einfach bleibt hier noch das Feedback. Das heißt, dass das Signal nochmal in sich selber eingespeist wird. So, und bei dem FM3, da steht schön im Handbuch drin, der ist dafür da, um die Farbe von den Wänden abzukratzen. Also mit dem kann man sehr schnell sehr, sehr fiese Töne erzeugen. Jetzt einfach die Ohren festhalten. So, und die nächste Renovierung ist hiermit schon gerettet und vereinfacht. So, das sind die zwei FM-Algorithmen, die es hier gibt. Und dann geht es auch schon weiter. Der String-Oszillator geht so in die Richtung Physical Modeling. Da geht es um so hauptsächlich das Nachahmen von physischen Dingen, wird im Handbuch beschrieben als zum Beispiel das Schwingen von zwei Saiten, wird das nachgeahmt. Und hier hat man wieder auch so ein paar verschiedene Exciter am Start, die man auswählen kann, mit denen man dann einfach auch unterschiedliche Ergebnisse bekommt. Hier kann man das Exciter Level auswählen, String Decay 1, String Decay 2, Detune, Balance und die Stiffness. Mit einem Rechtsklick kann man natürlich auch wieder die Werte direkt eingeben und immer gucken, ob da eventuell irgendwie noch eine zusätzliche Einstellmöglichkeit ist, wenn man die rechte Maustaste drückt. So.
Nach dem String kommt der Twist. Und der Twist ist eine Nachahmung von dem Eurorack-Modul, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Der hat unterschiedliche Engines hier auch wieder am Start. Auch wieder hier einen FM zum Beispiel und Wavetable, Chords, dann gibt es Granular Cloud, Particle Noise. Also damit kann man eine ganze Menge an verschiedener Sounds wieder zusammenbasteln und bekommt auch natürlich dann noch, je nachdem was für eine Engine man ausgewählt hat, unterschiedliche Parameter hier auch nochmal angezeigt. Wie die genau funktionieren, da gibt es im Handbuch einen extra Link zu dem Original-Hardware-Modul, wo alles beschrieben ist, was man hier machen kann. Zum Beispiel auch eine Kick, die jetzt nicht wirklich wie eine Kick klingt, aber das könnte einfach daran liegen, dass ich hier mehrere Oszillatoren am Start hatte. Und man müsste jetzt hier auch die Kick so ein bisschen besser einstellen. Die LPG-Response und LPG-Decay, die sind standardmäßig deaktiviert, die horchen auf MIDI-Eingaben. Wenn ich die jetzt anmache, dann hört man auch keinen Ton mehr, weil die auf bestimmte MIDI-Signale horchen. Nach dem Twist kommt das Alias und das Alias ist nichts anderes als eine, ich nenne es mal rustikale Version von Sounds. Das heißt, man ist hier einfach hingegangen und hat gesagt, okay, das ist jetzt so der rohe Algorithmus ohne den ganzen Schickimicki, dass man das Aliasing versucht zu unterbinden, sondern das ist halt im Prinzip einfach nur der rohe Algorithmus, mit dem ich hier irgendwas mache. Und das kann auch schön dreckig klingen, was es auch soll. Und man hat hier einfach die Möglichkeit, mit dem hochwertigen Synthesizer auch mal richtig niederwertige Sounds zu machen. Das möchte man ja ab und zu auch mal. So, und wenn ich hier zum Beispiel Additiv anklicke, dann kommt hier oben in der Waveform kommt ein zusätzliches Fenster Edit. So sieht das normalerweise aus. Edit, und wenn ich draufklicke, kann ich hier weitere Frequenzen mit einwählen quasi und sehe dann zum Schluss so, wie die Frequenz aussieht. Ich kann die auch nach unten wählen zum Beispiel und habe dann hier so einen additiven Synthesizer. Und ich habe hier auch einen Audio-In, dazu komme ich auch gleich nochmal. Weil da gibt es nochmal einen extra Oszillator. Und hier kommt nochmal Sample und Hold Noise als extra Oszillator, der einfach bestimmte Werte stochastisch ermittelt und die hier so vorgibt, mit dem man wunderbar schön Noise machen kann. Auch wieder mit einem Low und High Cut, den man aktivieren muss, mit einem Sync, gesynkter Noise und natürlich Unison Voices für einen hervorragenden Noise. So, und der letzte Oszillator-Typ ist ein Audio-Input, was nicht wirklich so, naja, es ist Sounderzeugung, daher ist es eigentlich ein Oszillator, aber der Audio-Input macht nichts anderes, als dass er tatsächlich Audio-Input annimmt. Das heißt, wenn ich den Oszillator hier auf Audio in Stereo nehme und ich habe jetzt hier zum Beispiel auf der Spur einen, also auf einer anderen Audiospur ein Sample liegen und ich route diesen Kanal in meinen Search-Kanal und lasse das Ganze mal abspielen. Stelle hier noch auf Latch, das ist wichtig im Play Mode. Dann höre ich dieses Sample. Und jetzt kann ich natürlich hier auch noch irgendwelche Effekte reindrehen. Zum Beispiel einen Reverb. Und kann hier durch den Oszillator jetzt einfach einen Sample durchjagen. Oder halt einfach einen Audio-Input, den ich hier an einen
Audio-Interface angeschlossen habe oder so. So, das sind die Oszillatorentypen im Schnelldurchlauf gewesen. Wenn ihr Einzelheiten zu den Oszillatorentypen wissen wollt, guckt ins Handbuch, die sind dort extrem genau beschrieben. Und auch zu den Oszillatoren hier bei dem... Auch bei dem Twist-Oszillatoren zu den verschiedenen Engines ist der Link zu dem Handbuch auch in dem Search-Handbuch nochmal verlinkt. Das heißt, ihr könnt zu all diesen weiteren Engines auch nochmal genau nachlesen, was man mit denen genau machen kann und was die einzelnen Parameter bedeuten. Also man hat hier richtig viel... viele Algorithmen am Start, um extrem komplexe Sounds zu erzeugen. Wenn man jetzt überlegt, ich habe das jetzt alles gerade nur mit einem einzigen Oszillator gemacht und im Endeffekt kann man ja Szenen A und B zusammenschalten, sodass man 6 verschiedene Oszillatoren hat. Und wenn man aus diesem ganzen Fundus von verschiedensten Oszillatoren eine schöne Kombination erstellt... Achso, das kommt jetzt durch diese Engine. Ich habe mich gerade gewundert, warum sich das jetzt die ganze Zeit hier verändert. Dann kann man extrem komplexe Algorithmen zaubern. Das war's von den Oszillatorentypen. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen einen Überblick zeigen, was es denn alles für Oszillatorentypen gibt und was die so ungefähr bedeuten, was man mit denen so ungefähr machen kann. Und wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, dann abonniert den Kanal, drückt den Daumen nach oben, drückt das Glöckchen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.